Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich erneut ein Unboxing für euch und zwar das der WrestleCrate UK Box. WrestleCrate ist ein Service, der euch jeden Monat eine dieser Boxen hier nach Hause schickt und die ist prall gefüllt mit sämtlichen Wrestling-Goodies von der WWE über Independent-Ligen, AEW, Impact, alles dabei und wir schauen wie jeden Monat, was hier so alles Tolles drin ist. Wie in jedem Monat ist natürlich auch ein Sticker dabei mit dem Motiv des T-Shirts aus dem letzten Monat und dieses Mal also hier der Sticker von Brody King. Wer das T-Shirt nicht gesehen hat, sehr, sehr gerne mal das letzte Video anschauen und ja, der Sticker, wie in jedem Monat. So, und hier gibt es den dann nochmal aus der Nähe. Und natürlich darf auch ein gratis Monat Wrestling nicht fehlen. Dieses Mal haben wir hier IWTV Live Independent Wrestling TV. Und hier gibt es ja über 100 Independent Wrestling Promotions mit über 7000 Stunden Content. Und ja, hier zum Beispiel ist jetzt ein Match zwischen Kara Noir und Su Yang müsste das sein. Kara Noir hat man Autogramm beim letzten Mal dabei und Su Yang bekannt aus Impact. Und mit dem Code FREEBIE habt ihr hier die ersten 30 Tage frei. Und dann haben wir natürlich passend für den Sommer mal ein Item, was es nicht ganz so oft gibt, und zwar eine Sonnenbrille. Finde ich ganz nice hier. An der Seite steht hier noch Ring 27 drauf. Ja, gefällt mir ganz gut. Und passend zum Sommer kann man natürlich auch mal ein bisschen Farbe zeigen. Und zwar mit diesem T-Shirt von Pineapple Pete. Richtig geil, hier steht drauf: Pineapple Pete presents Shaggy D, the greatest taste in the biz. Richtig, richtig cool. 100% Vitamin Pineapple Pete hier mit diesem T-Shirt in der WrestleCrate. Feiere ich richtig gut und für den Sommer natürlich sehr, sehr geil geeignet. Außerdem haben wir dieses Mal in der WrestleCrate eine DVD dabei. Und die hat es richtig in sich. Und zwar ist es die DVD von Rowdy Roddy Piper, das Shoot-Interview. 4 Stunden lang Interview. Just when you think you have the answers, Rowdy Roddy Piper changes the question. Kann man sich wirklich mal geben als Wrestling-Fan. Finde ich richtig cool, diese DVD mit einem WrestleCrate-Exclusive-DVD-Cover übrigens hier. Sehr geil. Jetzt haben wir also ein Item einer WWE-Legende mit Rowdy Roddy Piper. Wir hatten einen Youngster von AEW und jetzt haben wir einen weiteren. Und zwar ein Autogramm von Melie McKenzie. Aufstrebender Superstar in der Women's Division oder Frauendivision, Knockouts Division, wie auch immer man die Frauendivision auf der ganzen Welt nennen mag. Millie McKenzie, original unterschriebenes Autogramm. Sehr, sehr schön. Und dann noch einmal ganz kurz Werbung zwischendurch für dieses T-Shirt hier. WFD Wrestling Figuren Deutschland ist eine Gruppe bei Facebook und wenn ihr euch da interessiert für vor allen Dingen Wrestling Figuren, ob das nun Hasbros, Jax oder die Mattel sind, sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. WFD Wrestling Figuren Deutschland. Und da geht es nicht unbedingt nur um Figuren, sondern auch sämtlichen anderen Merchandise, Spiele, Titel, alles, was das Sammlerherz begehrt. Schaut da gerne mal rein, WFD Wrestling Figuren Deutschland bei Facebook. Dieses T-Shirt ist wirklich auch richtig geil, gefällt mir sehr, sehr gut. So, das war's aber noch nicht ganz. Wie gesagt, wir haben ein Item einer WWE-Legende gehabt, die leider schon verstorben ist. Eine andere Legende, die ist noch nicht verstorben, Gott sei Dank, aber hat jetzt vor kurzem seinen Rücktritt erklärt. Und dafür gibt es ein Poster. Thank you, Deadman. Wirklich schönes Poster hier vom Deadman, von seinem WrestleMania-Einzug. Was soll ich noch anderes sagen? Sehr, sehr geil. Und zu guter Letzt, dann natürlich auch wie immer das WrestleCrate Lootbook, also hier nochmal mit Pineapple Pete vorne drauf, Juli 2020, da sind wir nämlich gerade, wie immer alle Items, die so drin waren. Wir haben natürlich nicht alle, weil es sich, das habe ich auch schon immer mal gesagt, bei mir um die Lite-Version handelt. Dann die Subscriber des Monats und dann können wir uns auf was richtig Geiles im August freuen. Und zwar kommt AEW-Star Chris Jericho mit einem exklusiven Autogramm-Item in die WrestleCrate. Ich bin schon gespannt. Ich freue mich, dass er ankommt.
Und wenn ihr jetzt gehypt seid auf die WrestleCrate, dann könnt ihr euch so eine Box ganz einfach zu euch nach Hause holen. Und zwar, indem ihr einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung folgt. Und ja, wie gesagt, Chris Jericho wartet und noch viele, viele weitere WWE-Stars, AEW-Stars und sämtlichen Independent-Ligen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, was euch am besten gefallen hat. Und ja, über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.